Wir sind immer noch auf dem Wunderkarrieretag und treffen gerade die wunderbare Freya Öhle von Spotstar, die nämlich gerade die Bühne gerockt hat und ganz viele junge Menschen davon überzeugt hat, unbedingt bei Spotstar zu arbeiten. Und wir wollten sie auch noch mal ein bisschen ausquetschen. Von daher freue ich mich auf Freya gerade. Hallo Freya, grüß dich. Wie war dein Tag hier? Gut, anstrengend, viele Gespräche geführt, aber sehr, sehr gut und interessant. Und die Bühnenperformance, die war ja mal wieder Freya-like, außergewöhnlich. Dahinterher kamen unglaublich viele junge Damen und Herren auf dich zu und wollten sofort ihre Bewerbung einwerfen bei euch. Also, wie ist so das Resümee? Also, hast du viele tolle Gespräche geführt? Ja, das Resümee ist riesig. Wir haben da gar nicht mit gerechnet. Wir wussten gar nicht, was wir erwarten sollen. Wir haben so viele Gespräche geführt, so viele Bewerbungen schon in der Hand eingereicht bekommen und so viel Interesse am Startup. Das freut uns am allermeisten, dass das Wort Startup auch wirklich jetzt hier bei den Leuten angekommen ist. Super, das heißt, im Grunde ist das auf jeden Fall eine Karriereoption für die Leute, oder? Also definitiv, definitiv. Man merkt es immer wieder. Sehr schön. Wie bist du hierher gekommen? Es hat ja einen Grund, warum du hier bist. Ja, wir haben es tatsächlich durch Zufall mitbekommen und wurden von Next Media angesprochen, ob wir sich bewerben wollen. Und haben dann erfolgreich einen Messestand gewonnen und wurden dann auch noch vom Online-Karrieretag selber gefragt, ob wir nicht auf die Bühne wollen. Toll. Von daher durch absoluten Zufall und das Maximum rausgeholt, sind einfach nur begeistert. Sehr schön. Erklär mal ganz kurz für die, die euch nicht kennen, was Spotstar macht. Ist relativ simpel. Spotstar ist ein Online-Merkzettel für jeden Shop. Das heißt, ich gehe auf Zalando, sehe einen schönen Schuh, ich gehe irgendwie auf Sportcheck und sehe irgendwie ein paar Skier, die ich gerne hätte, will die aber nicht sofort kaufen. Das heißt, ich drücke einfach einen Knopf. Wir speichern das Produkt weg, ihr shoppt einfach weiter und wenn das Ding günstiger wird oder der Shop einen Gutschein hat, sagen wir einfach mit einer Nachricht Bescheid. Ja, ihr wart ja vor kurzem auch im Fernsehen, ne? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen. Wir waren bei der Höhle der Löwen. Der Auftritt hat für uns super viel gebracht, war von der Ausstrahlung her ein bisschen nicht so gut gewirkt, sag ich mal, weil eine Szene, die etwas doof war, im Vordergrund stand. Aber an sich können wir einfach nur ein positives Resümee ziehen und sagen, unsere Nutzerzahlen haben sich mehr als verdoppelt. Wir haben unfassbar viel positives Feedback von Presse, aber auch von den Nutzern bekommen. Und deswegen kann ich nur jedem Startup sagen, macht es auf jeden Fall. Und sind demnächst mal gute Nachrichten so in der Pipeline? Das sowieso immer, wir arbeiten ja ganz hart, aber es dürfte die nächsten paar Wochen und Monate noch sehr spannend werden. Ja. Sehr schön, wir sind sehr gespannt. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg heute und einen schönen Tag. Danke fürs Interview.